Okay, jetzt wieder auf die neue Tranksteinerhütte. Diesmal über einen Schrecksteig, nicht über einen Alpersteig. Am Anfang Straße. So 1200-1300 Höhenmeter. Ja. Das ist am Anfang noch eine Straße. Kannst du glauben, aber dahinter ein bisschen weiter unten müssen wir hin. Also. Bis nach da oben zum neuen Traunsteiner. Bitte. Also machen wir uns auf den Weg. Drei Stunden noch. Stunden. Zum neuen Tranksteinerhütte. Sprich, eine Stunde haben wir jetzt schon. Denn am Anfang waren es vier. Logischerweise. Wir hätten inzwischen zwei Wegen wählen können, aber. Forststraße, später dann wieder steig. Oder jetzt ein bisschen anspruchsvollerer Waldsteig. Allerdings auch die kürzere Route. Und da Waldsteig sowieso mehr Spaß macht, Waldsteig. Ist ja klar. Hoch geht's. Wir haben jetzt hier so ein Anstiegle. Bis zur Dienstschütte hoch zu bewältigen, wo es dann mit dem Schrägsteig losgeht. Und man hat hin und wieder auch eine tolle Aussicht zwischen den Bäumen auf die Bäume. Geht's hier immer weiter Weg entlang bis auf die Seite. Da geht's lang zum Schrecksattel hoch. Noch so 100 bis 200 Höhenmeter. Bis dann oben. Schrägseite liegt so auf 1600.
und die Hütte auf 1560 so. Sprich, wenn man oben am Schrecksattel ist, geht es dann so ein bisschen auf und ab, aber im Prinzip geht es nicht mehr wirklich hoch. Also auf zum Schrecksattel. Da müssen wir noch hoch. So, dann erreichen wir hiermit gleich die Höhle. Und hab. Nice. Gucken wir mal, was da so ist. So, jetzt noch die paar letzten Meterchen bis oben auf den Schrecksattel. Und von da aus ist es dann ja nicht mehr so weit auf die neue Tankstelle Hütte. Oder zumindest nicht mehr so viele Höhenmeter. Also es geht prinzipiell nur noch bergab. Also. Und hep, 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 hep. Oben. Oben. Ja, quasi geschafft. Neue Traumstelle Hütte. In Sichtweite. Inklusive Traktor.